Hallo allerseits. Oh mein Gott, ich bin hier mitten im Fasching gelandet. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal ins Einkaufszentrum. Ich war nämlich gestern bei Hunkemöller und naja, ich sag's euch später. So, also hier ist es besser, hier ist es ruhiger. Was ich sagen wollte, ich war gestern bei Hunkemöller. Und die haben schöne Schlafanzüge und diese Woche haben sie auf Schlafanzüge 20%. Deswegen möchte ich da jetzt noch mal reinschauen, ob ich was finde. Ich zeige euch mal die Teile, die ich jetzt probieren werde. Einmal das Graue hier, dann die Hose, dann das ist auch eine Hose und die hat hier oben so eine süße Schleife. Und was ich gut finde, Bündchen unten. Dann das Ganze nochmal in Grau mit weißen Punkten. Die hier finde ich auch ganz schön mit dem Muster. Die hat auch Knöpfe und so ein Bändchen und ein Bündchen. Und vor allen Dingen der Po ist nicht so ausgeleiert. Bei manchen Hosen hängt er nämlich da unten. Und dann habe ich hier noch ein Oberteil in der Farbe mit ein bisschen Spitze und das gleiche in Grau nochmal in Rosa. Es ist irgendwie ein bisschen zu groß. Also hier müsste es so sein. Dann würde es passen. Dass es S, weil es XS nicht gibt. Guckt euch mal an, wie das wegsteht hier. Das ist viel zu groß. Ich habe jetzt letzten Endes tatsächlich nichts mitgenommen, weil es hat einfach mit der Hose nicht gepasst und hat das Oberteil mit der Hose farblich nicht so gepasst. Und die 20% jetzt nur gegeben, wenn man eine Kundenkarte hat. Ich hatte mal eine, aber habe sie jetzt nicht mehr. Irgendwie fand ich das dann doof und habe dann am Ende doch nichts mitgenommen. So, ich gehe jetzt noch einmal durch den Hofgarten spazieren, weg von diesem ganzen Faschingstrubel. Ich war vorhin noch bei Douglas, weil ich von Body Shop eine, da muss es eine Reinigungsbutter geben mit Kamille und noch so einen Reinigungsschaum. Und ich wollte mal schauen, was die im Douglas von Body Shop haben, weil die hatten mal was. Aber im Moment haben sie gar nichts mehr von Body Shop, demnach auch nicht diese Abschminkbutter und diesen Abschminkschaum. Den hätte ich nämlich ganz interessant gefunden. Ich habe ein Video gesehen von Nela irgendwas heißt sie. Die war mal Moderatorin bei ProSieben und hat TAF moderiert und die hat auch einen YouTube-Kanal, den ich schaue, und da hat sie so Beauty-Geheimnisse verraten und einer war eben, dass sie sich damit abschminkt und es gleichzeitig als Gesichtsreinigung benutzen kann. Und genau das ist das, was ich eigentlich auch gerne hätte, weil mit diesen Abschminktüchern, die ich benutze, muss ich ja danach immer noch mein Gesicht waschen, weil das einfach nicht ausreicht. Und ich hätte einfach gerne ein Produkt, womit ich mich abschminken kann und gleichzeitig mein Gesicht reinigen kann. Und deswegen fand ich diese beiden Sachen von Body Shop so interessant. Aber leider gibt es bei uns keinen Body Shop. Und jetzt nicht mal mehr im Douglas. Ich weiß auch nicht, ob die bei Douglas vielleicht nur Cremen gehabt hätten und nichts zum Abschminken. Ich glaube, das war nämlich so, falls ich das jetzt nicht irgendwie verwechsle. Aber ich glaube, kurze Zeit gab es mal Body Shop. Also zumindest diese Creme-Dosen. Oder war das so ganz anders? Auf jeden Fall gibt es das nicht. Wir haben ja Yves Rocher im Einkaufscenter. Der macht aber zu zum, ich glaube, 13. März. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht kommt ja da Body Shop rein. Das wäre auf jeden Fall toll. Weil das ist nur so ein ganz kleiner Laden. Und ich glaube, Body Shop ist ja auch oft in Bahnhöfen. Also auch ein bisschen kleiner von der Größe her. Wäre auf jeden Fall toll, wenn da Body Shop reinkommen würde. Da bei More & More, die ja auch Räumungsverkauf hatten und die jetzt zu haben, kommt demnächst Mango rein. Das finde ich auch toll. Ich warte ja immer noch, dass ein Zara nach Bayreuth kommt, aber ich glaube, Zara braucht mehr Fläche. Heute ist es irgendwie wieder kälter. Und ich habe gestern meine Jacke gewaschen und meine Handschuhe und habe die dann in der Waschmaschine noch vergessen. Und kurz bevor ich ins Bett bin, habe ich dran gedacht, ach, du hast ja noch die Wäsche in der Maschine, habe ich sie noch aufgehängt und dabei ist mir wohl ein Handschuh runtergefallen und ich habe es nicht mitbekommen. Und heute früh lag der Handschuh im Hasenbereich und die Babys haben drauf gemacht. Also darf ich den Handschuh jetzt nochmal waschen. Und da ich ja dann jetzt im Moment nur einen Handschuh habe, habe ich heute gar keine Handschuhe angezogen, aber ohne Handschuhe, vor allem wenn man mit dem Rad unterwegs ist, ist es dann doch ziemlich kalt. Ich gehe hier echt ohne
ohne irgendwas. Ich kann euch mal hier ein bisschen was zeigen. Aber ich war ja schon öfter mit euch im Hofgarten spazieren. Also ihr müsstet das eigentlich noch kennen. Hier ist so ein Rondell und da schwimmen die Entchen. Aber im Moment ist es auch nicht so schön, weil alles noch braun ist und noch keine Blätter an den Bäumen sind. Dieser Bogen hier ist ganz schön im Sommer, beziehungsweise da gibt es mehrere solche Brücken. An einer Brücke hat Stefan im Sommer Fotos. Nee, das war gar nicht hier. Das war in der Eremit. Nee, wie heißt das andere Ding? Röhrensee, genau. Das war am Röhrensee. Aber ich sehe gerade, dass hier auch solche Brücken sind. Aber die Fotos sind am Röhrensee entstanden, genau. Aber das sieht hier ähnlich aus. Also die Brücken zumindest. Der Rest nicht. Ist jetzt nicht so groß, aber man kann mal kurz eine kleine Runde drehen und ein bisschen frische Luft schnappen. Und im Sommer ist es auch wirklich schöner als jetzt hier im Winter. Wir haben ja auch schon mal gepicknickt, meine Mama, Stefan und ich, im Sommer. An diesem schrecklich heißen Tag. Oh, hier sind schöne Blümchen. Hier sind richtig viele. Und zwar keine Krokusse, keine Schneeglöckchen. Und der Wind geht. Ich hoffe, ihr hört dann überhaupt was. So viele Blümchen. Sind das Buschwindröschen? Nee, ne? Die Buschwindröschen sind weiß, glaube ich. Oh nein, es fängt zu regnen an. Zumindest tröpfelt es so ein bisschen. Und ich habe ja jetzt keine Kapuze mehr an meiner Jacke. Denn die Kapuze wurde als Tasche vernäht, weil doch die Jacke in der Waschmaschine aufgeplatzt ist bei der Tasche. Und die war nur noch zu retten, indem man Material von der Kapuze nimmt und das dann quasi in die Jacke einsetzt. Und deswegen habe ich ja jetzt keine Kapuze mehr. So, das Wetter war jetzt richtig ungemütlich und ich bin froh, dass ich wieder daheim bin. Ich werde jetzt anfangen, das Food-Diary zu schneiden für morgen 18 Uhr auf meinem Beauty-Kanal Simone Stark. Wenn ihr das Video seht, ist es schon on. Oh, mein Kopf tut weh. Ich habe die letzten Nächte so schlecht geschlafen und überhaupt schlafe ich schon seit Ewigkeiten so schlecht. Ich kriege dann davon immer Kopfschmerzen, wenn ich nicht genügend geschlafen habe. Das Anker geht. Oh, ich könnte das Fenster zumachen. Ich hatte gekippt, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Aber jetzt wird es doch ein bisschen frisch. Auf der Couch geht's ab, weil Emily Holly immer nicht duldet. Aber Holly ist natürlich the queen of the couch und lässt sich nicht so leicht vertreiben. Da unten sitzt Zimmer, ist am Heufuttern. Es ist Platz für euch beide auf der Couch. Der eine kann in der Ecke sitzen, der andere in der anderen. Aber vorne ist eigentlich Hollys Platz, da wo Emily jetzt sitzt. So, mein Video ist fertig geschnitten. Ich habe mir eine Wärmflasche gemacht. Mir ist so huschelig dadurch, dass ich jetzt im Regen heimgefahren bin, dass mir gar nicht mehr warm wird. Deswegen werde ich jetzt auch unter die Dusche hüpfen. Und im Anschluss gibt es dann Abendessen. Ich werde heute noch den Vlog für morgen schneiden, weil morgen wird es wieder ein bisschen knapp mit der Zeit. Und ihr wisst ja, ich arbeite dann immer vor. Und heute gibt es Lasagne. Das seht ihr dann auch in dem Food Diary, denn das ist noch von Sonntag. Und jetzt wisst ihr es ja eigentlich schon, aber ihr wisst nicht, wie sie aussieht. Ich habe nämlich hier 1, 2, 3 Auflaufformen mit Lasagne. Ah, die kann ich ja jetzt schon in den Ofen geben, weil während ich dann in der Dusche bin, der Ofen braucht ja eh so lange, in der Zeit kann das dann alles warm werden. Ha. Sehr gut. Irgendwo habe ich auch noch ein Gläschen, also mein ganzer Kühlschrank ist immer bis zum geht nicht mehr voll, aufgrund dessen, dass er sehr klein ist. Und hier ist meine Hirse fürs Frühstück drin. Dann habe ich hier die Auflaufformen. Und irgendwo da hinten ist noch dieser Linseneintopf. Und alles andere muss ich dann irgendwie dazwischen quetschen. Ich habe gestern übrigens, das wollte ich euch noch kurz erzählen, weil ich doch gesagt habe, gesalzene Chips schmecken mir nicht. Die, die ich probiert habe, waren die von Crunch Chips. Und ich glaube von Lorenz Crunch Chips, glaube ich. Die haben mir nicht geschmeckt, aber ich habe dann noch eine Packung Lays mitgenommen. Das waren geriffelte. Und zwar die hier. Und die waren wirklich richtig lecker. Also mache ich doch gesalzene Chips. Es kommt halt immer nur auf die Marke und auf die Chips drauf an. Aber die waren wirklich sehr lecker. Wollte ich euch nur mitteilen, weil
sehr viele von euch gesalzene Chips mögen und mir die ja da nicht geschmeckt haben, aber ich schließe es nicht generell aus. So, Lotte ist irgendwo im Schlafzimmer, glaube ich. Ah, im Bett. Im Bett ist die Maus. Hm? Schatzi, soll man ein Foto von dir machen? Als Abschlussbild von der Lotte Maus? Ja? Oh, mein Bett quietscht so schlimm. Das ist einer der Gründe, warum ich ein neues Bett möchte. Ich brauche nur mit meiner kleinen Zehe wackeln. Und das Bett quietscht bis zum geht nicht mehr. Na? Ja, Lotte. Also, wir machen ein Foto von dir. Oh, Lotte. Bis ich ein Foto gemacht habe, bist du wahrscheinlich weg, oder? Schaut fast so aus. Also, wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ach, und wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt das Bett, was ich mir gewünscht habe, weil ein paar von euch haben mir Vorschläge von Betten geschickt, also Links geschickt, aber es war alles nicht so mein Geschmack. Und ich habe mich bei den gängigen Sachen, habe ich mich selber schon umgeschaut, also Amazon, eBay, irgendwelche Bestellkataloge, Otto, Neckermann. Ich habe den Suchbegriff eingegeben, aber dieses Bett, das gibt es leider nur in den UK. Ich zeige es euch, damit ihr seht, das war jetzt sehr überbelichtet, damit ihr halt seht, wie das Bett aussieht, also das Bett meiner Träume, wie das aussieht. Und falls ihr das irgendwo entdeckt, irgendwo in Deutschland ein ähnliches Bett, das man bestellen kann, dann bitte schickt mir den Link. Also, ich zeig's euch. Ich glaube, ich habe es euch sogar schon mal gezeigt, aber gut. Können wir das hier irgendwie nochmal vergrößern? Ja, also, jetzt kommt mein Bett. Und zwar ist es das hier. Die Decke gefällt mir jetzt nicht so gut, also denkt euch die Decke weg. Ist natürlich nicht so ideal, euch das am Computer zu zeigen, aber das Bett meiner Träume hat ein hohes Kopfteil, ist geschwungen, hat Verzierungen und hier, also es hat kein Rückenteil, sondern ist hinten offen und hat hier auch nochmal Verzierungen und Schnörkel. Ja, das ist das Bett meiner Träume. Und so ein Bett habe ich in Deutschland leider noch nirgends gesehen, wo man das kaufen könnte oder bestellen könnte online. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Aber ich finde es so schön. Und weil es halt auch nicht so eckig ist, sondern so schön romantisch geschwungen und hier eben noch diese Verzierungen hat und auch das hier ist so die Seiten. Ist halt ein richtig besonderes Bett und nicht so 0815 Bett, das jeder hat. Nur die Decke gefällt mir nicht, also da stellt euch was Schöneres vor. Aber so vom Prinzip her. Okay, jetzt ist der Zimmer im Schlafzimmer und ich sag nochmal Tschüss. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Achso, ist die Decke, die ich gewaschen habe, die da hängt. Also, bis morgen um 19 Uhr.